Hallo und herzlich willkommen, Lothar Umfried hier. Wir machen heute ein Video zum Thema kreatives Schreiben leicht gemacht. Und zwar geht es um das Thema über den Blog. Findet ihr hier unter dem Video einen Link auf den Artikel zum Thema kreatives Schreiben. Und da habe ich einige Tipps reingeschrieben. Wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Ansonsten möchte ich hier heute euch um das Thema, wenn es euch wirklich interessiert und brennt, da vorwärts zu kommen, eine CD vorzustellen. Gibt es natürlich auf CD-ROM oder per Download und könnt ihr dann eben über den PC aufrufen, die einzelnen Geschichten. Also muss nicht unbedingt per, wenn ihr es gleich haben wollt, sagen wir mal, also oder wenn ihr sagt, nee, ich lasse mal lieber eine CD schicken, geht auch, oder sagt ihr, nee, ich will es per Download haben, gibt es auch, okay. Das ist das, wie es geliefert wird, ihr bekommt das Ganze so. Geöffnet sieht das dann Ganze so aus, wie wir es jetzt vor uns haben, und wir haben jetzt hier zum Beispiel verschiedene Themen, wie zum Beispiel von der Idee zum Text, die verschiedenen Unterkategorien, sie wissen nicht, worüber sie schreiben sollen, so finden Sie Material für Ihren Artikel zum Beispiel, vom ersten Entwurf zur Endfassung, wie viel Recherche für einen guten Text ist notwendig und so weiter. Tipps für einen guten Schreibstil, wichtige Geschichte, ganz wichtige Geschichte, jeder sollte seinen Schreibstil finden, aber Voraussetzungen sind natürlich ein gewisses Basiswissen sich anzueignen. Texte professionell gestalten, Wichtiges über Überschriften. So kommen Sie zum perfekten Layout. Ihr Online-Shop. Werbung. Wie kann ich mein Produkt ansprechend darstellen? Also die ganzen verschiedenen Bereiche sind hier abgehandelt und bearbeitet. Und man kann sich hier wunderbar Schritt für Schritt durcharbeiten. Das heißt, machen wir mal hier einen kleinen Blick. Hier einmal rein in einen, wie sowas aussieht, sind dann so Unterseiten. Damit bekommen Sie Leben in Ihren Text. Gerade bei abstrakten Themen ist es hilfreich, mit Sprachbildern zu arbeiten, um mehr Leben in den Text zu bekommen. Erbringen, Entschuldigung. Also das heißt, hier der Vergleich. Verbindung wie als ob oder gerade so, zwei ungleiche Dinge. Und man bekommt hier, oder eine Metapher mit einzubinden und so weiter. Es gibt immer einen gewissen Text zum Thema und auch zum Beispiel, wie jetzt hier, auch Beispiele, Tipps, wie man das Thema anpacken kann und wie man sich durch das Thema durcharbeiten kann, um wirklich weiterzukommen. Also, wenn dein Verlangen stark genug ist, wenn du wirklich im Bereich Schreiben, egal jetzt ob als für einen Blog, für bessere E-Mail-Texte oder für dein nächstes E-Book über Kindle E-Book ist ja momentan schwer im Kommen, um wirklich auch sogar sein Ziel über das Internet Geld zu verdienen zu erreichen, ist zum Beispiel über Kindle E-Books möglich. Die ersten Autoren, also ohne, man macht hier einen Bogen durch Amazon, man braucht keinen Verlag mehr, sondern ihr könnt ein E-Book schreiben, über Kindle veröffentlichen, findet ihr auch auf dem Blog auch Informationen dazu, könnt ihr euer Ziel irgendwann in kürzester Zeit vielleicht sogar schon erreichen, wenn ihr einen Bestseller da landet. Okay, muss nicht unbedingt ein Riesenbuch sein, kann auch ein Kindle E-Book sein, mit dem ihr einen Durchbruch schafft. Okay, aber einen Anfang muss man machen, der Anfang fängt an mit Schreiben und ein Teil davon ist kreatives Schreiben. Also, wenn du ein Ziel hast, wenn du wirklich vorwärts kommst, schau dir das Ganze an. Du findest auch auf dem Blog noch einen Link zur Webseite über das Thema kreatives Schreiben leicht gemacht. Und machen wir ganz kurz einen Sprung drauf. Hier habe ich die Seite aufgemacht. Ist über ein Partnerunternehmen, bin ich schon lange dabei und ist wirklich eine interessante Geschichte. Ich scroll mir langsam mal runter, weil ich sehe ja vielleicht auch, hier gibt es auch unsere Rücknahme, Garantie, Lieferung und so weiter, ganz unbedingt, Online-Bestellformular läuft, hier ist auch
auf welchem Computer funktioniert es. Ich zum Beispiel habe es auch jetzt hier nicht aufgezählt. Auf Windows 7 läuft einwandfrei. Wie hoch sind die Versandkosten? Innerhalb Deutschland 3 Euro, wenn du es per CD-ROM haben willst. Ne? Wie steht die Rücknahmegarantie aus? Steht auch alles hier innerhalb 31 Tagen und bla bla bla. Hier unten haben wir schon, hiermit bestelle ich den Kurs Kreative Schreiben leicht gemacht auf CD-ROM für nur 24,95, sorry. Und hier unten kann man nochmal anklicken, eben wenn es jetzt im Ausland ist, europäischen Ausland kostet es ja 6 Euro, ansonsten 3 Euro. Oder ihr sagt, nee, per Download, dann müsst ihr hier einen Punkt reinsetzen, diesen Radioknopf. Ne? Schon habt ihr hier den Preis und mit 19% Mehrwertsteuer. Und jetzt müsst ihr hier bloß ausfüllen, den Firmennamen, Name, Straße, Postleitzahl, Ort, Land, E-Mail-Adresse, Bestellung abschicken und schon geht's los. Und ich wünsche an dieser Stelle viele Tipps, würde mich natürlich über einen Kommentar freuen, was du von der ganzen Sache hältst. Und bis zum nächsten Video, euer Lothar, bis dann und tschüss.